Ja, hallo liebe Bierfreunde, heute wieder am Abend eine Überraschung. Vielleicht habt ihr sie ja schon gehabt. Wir freuen uns ja jedes Mal wieder, wenn wir das aufmachen dürfen. Und heute habt ihr gefunden, was du versteckt hast? Ja, von der Staffelbergbräu, das Betthupferl. Das Betthupferl ist ein Rotbier der ganz besonderen Art, muss man sagen. Also es ist schon in Anführungszeichen ein bisschen exotisches Bier. Ein echtes Highlight, also das ist ein Rotbier, wo 8 verschiedene Malze verwendet worden sind. Also da hat man sie echt ins Zeug gelegt und wirklich geschmacklich echt was klasse produziert. 8 verschiedene Malze. Das Betthupferl, das ist ein schlankes Rotbier. Das hat in Anführungsstrichen nur 4% Alkohol. Normales hat er 4,9, 5 oder die Festbiere 5,5 und das hat eben schlanke 4%. Hat dann so einen karamelligen Einschlag, also das ist halt wirklich so echt darauf hingearbeitet worden, dass es wirklich so richtig speziell schmeckt einerseits, aber richtig harmonisch schmeckt. Also ein leichtes Rotbier, sage ich mal, und echt, lasst euch mal auf das Experiment ein, weil das hat also einen absolut einzigartigen Geschmack. Das ist nichts Typisches, also man darf jetzt da kein in Anführungsstrichen normales Rotbier erwarten, das hat wirklich so einen eigenen, ganz eigenen Charakter. Aber ich habe es aus gutem Grund jetzt mal in den Bier-Adventskalender rein, das solltet ihr unbedingt kennenlernen. Ja, und wünsche euch da dabei wunderbaren Genuss. Und auch wunderbar der Brauerei, ich durfte da auch schon mal zu Gast sein. Er macht auch immer, der Braumeister, früh seinen Frühsport, offene Gärung, dann wird früh immer alles abgeschöpft, runter damit, also wunderbar. Und da ist wirklich auch viel Liebe dabei. Absolut. Man kann die Liebe auch schmecken, haben wir vorhin gesagt. Und kann man immer gar nicht oft genug wiederholen, nämlich, dass man da echt die Gastwirtschaft besucht. Eine wunderbare Gegend ja ohnehin, Bad Staffelstein und Umgebung und in dem Fall Lohfeld. Richtig ausgesprochen, das mal. Ich wollte schon einhaken, ich habe schon meinen persönlichen Rüffel gekriegt. eine wunderbare Gegend, also das ist wirklich Urlaub pur und die Freizeit da zu verbringen, das kann man gar nicht besser machen. Kann man auch mit einem Thermenbesuch mal verbinden und dann danach hin. Also sind keine Grenzen gesteckt. Dann wünschen wir euch viel Spaß damit. Prost. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi.